Lass da mal. Kriegt er ein rotes Käppi. So, und das ist Zwillingskanone, okay. So, jetzt kommen die Stahlblumenpisser. Ich habe hier noch keine Erweiterung, aber das geht auch so jetzt, zumindest vorübergehend. So. Wenn wir die dann nehmen. Beziehungsweise ermöglichen. Wir werden das da vorher noch nehmen. Jetzt kriegt er ein grünes Käppi. So. Kriegt er alle möglichen Farben. Dann schießen sie ein bisschen früher. So, du hast nur kein grünes Käppi. Du kriegst auch ein grünes Käppi. So, jetzt hauen wir bei dem in Turbo nur rein. Wo läuft du, Leute? Läuft du? Kann man nicht meckern. Wo sind wir überhaupt? Weg 29, okay. So, mal zwei Dinger kriegt. Dann schießt er überall hin. Jawohl, also so kann man arbeiten. Zumindest überall in der Range von dem da. So geht es zumindest der Spur erleichtert hier, ne? So, jetzt sammeln wir mal Kohle. Wir brauchen mehr Spikes. Ihr seht schon, warum. Scheiße. Oh, oh, oh. Ja, scheiß der Hund, die wandern. Ich habe ein Problem. Ja, ich habe ein Problem und sollte die Fresse halten und aufhören zu singen, wenn ich es nicht kann. Okay. Boah, haben wir das nur hingekriegt. Sauber, sauber. Das war aber schon eine knackige Angelegenheit, ne, Leute? Mit euren Camouflax geht ihr mir. Wieso gehen die eigentlich auf Camouflax? Das verstehe ich gar nicht. Der geht doch gar keine auf keine Camouflax. Wieso schießt er hier? Ja, weil er hier einen Camouflax-Status verliert an den Spikes, glaube ich. Mal gucken nochmal bei dem Grünen da. Ich verstehe es nicht. Aber egal, Hauptsache es funktioniert. So, was sollen wir jetzt machen? Mal gucken. Was ist das? Das brauchen wir nicht. Ja, dass die aufplatzen, das kann man jetzt natürlich nehmen. Wave 35, ja, wir müssen hier mehr Spikes, weil da kommen mir zu viele von diesen. Oh, und Keramik ist auch noch, ihr seid Schwein. Oh, Scheiße. Musste ich die Dinger da hinten schützen. Die da. Und ich brauche mehr Spikes, und zwar Dali Bagali. Oh, das war jetzt eine heiße Sache, Leute. Das war sehr heiß hier, die Action. Ah, sicher bin ich nur lange nicht. Wir brauchen nur mehr. Boah, so. Und ich schaue jetzt mal wegen der Range. Wir nehmen jetzt den hier. Weil der muss bei den Bossen ordentlich reinhauen, sonst wird das nicht funktionieren, Leute. Das wird sonst nicht funktionieren. Jetzt kommen wieder so viele von den Dingern hier. Back haben wir, das ist jetzt nicht das Problem. Ah, so, das nehmen wir auch noch. So, so halbwegs. Oh! Ey! Die kleinen Pissnelken hier! So, ich zeige, wo der Butler muss ja heute! So. Alles Klepo, alles klaro. So. Nächste Runde ist Boss-Time. Und ich habe nicht immer die dicken Specs. Ja, ich bin ja gut vorbereitet hier. Oh, Scheiße. Muss ein paar durchlassen hier. Ah, Mann. Wir sind total scheiße, stehe ich gerade da. Also, ich muss sagen, ich mache ein bisschen Blödsinn hier. Auch zumindest das da. Ich bin so tot, Leute. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Wir wissen es nur noch nicht, dass ich tot bin. Wir werden es gleich sehen. Oh, la, 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 la. Da ist ein Boss, Alter. Ey, ohne Scheiß. Ich bin so tot. Ach, ey, ich mach so einen Blödsinn hier gerade. So kommen wir nicht durch. Das wird so nicht schaffbar sein. Nein, nein, nein. So schaffen wir das nicht. Wir haben noch mehr Range hier.
Aber ich brauche mehr Power, nicht mehr Range. Das ist auch so eine Sache. Ich habe noch nicht mal dicke Spikes, Mann. Was ich bräuchte, wäre den da mal upgraden. Sonst kriegen wir das echt nicht hin. Ich muss jetzt den upgraden hier, sonst... Oh, wir sind so tot. Wir sind so tot. Wir sind so tot, Leute. Ach, Scheiße. Kann man das ganze Geld wieder raushauen, alle durchlassen? So? Oh, Scheiße. Ja, nee, lass mal's durch. Das bringt nichts. Das bringt nichts. So funktioniert das nicht. Die U-Boot-Taktik ist fehlgeschlagen. Die geht einfach hier nicht. Nicht ohne Bananenfactory. Ah, jetzt bin ich aber angefressen. So, gut, gut, gut. Alles kein Problem. Ist alles kein Problem, wir werden das schon hinkriegen. Oh Mann, jetzt muss ich euch zwei Fails zeigen. So eine Scheiße. Ich gehe jetzt von einem Win aus, darum sage ich zwei Fails. Das wird kein drittes Fail werden. Das garantiere ich jetzt. Dann machen wir die altbewährte Taktik. Ich dachte, es geht mit U-Booten, aber es geht anscheinend nicht. Was wir aber machen können... ist zumindest ein U-Boot oder zwei. Dann verzichten wir halt auf das dritte und nehmen das Geld für den Ninja Monkey, weil der ist wirklich sehr, sehr viel bräuchlicher. Und dann nehmen wir einfach später U-Boote. Wir machen das einfach ein bisschen anders. Vielleicht geht es so besser. Muss mal gucken, wir werden denn das schon schaffen, Leute. So. Ein bisschen Scheiße bauen ist ja drin. Ich versuche es halt immer extrem... schwierig und actiongeladen zu machen. Also, dass das Ganze ein bisschen knackig ist und nicht eine Kindergartenparty ausartet, weil wie gesagt, doppelt Geld und super duper und ich nehme jetzt 10 Spezialdinger hier, ey. Das kann ja jeder Bauer, ne? Also, da braucht man jetzt hier reingucken, ich will hier Spannung erzeugen, aber das heißt nicht, dass ich es nicht schaffen will. Natürlich wollen wir es schaffen, ne? Und wir werden es auch schaffen. Wird halt wahrscheinlich wieder auf zwei Parts aufgeteilt, aber das ist ja egal. Ist ja kein Ding. Wir kriegen das schon hin. So, Wave 8 haben wir. So, Bloons, ihr glaubt wirklich, dass ihr witzig seid, hm? Ich kann euch was verraten. Ihr seid nicht witzig. Ihr seid kleine Pestizide. So, die werde ich jetzt zerquetschen. Wie ein Käfer. Und ich habe nichts gegen Käfer, muss ich mal sagen. Ich habe nur was gegen kleine Kackblons. So. Wave 10 haben wir hier. Lucky, flockig. So, dann machen wir das mal anders. Wir nehmen jetzt... Was können wir noch nehmen? Den Ninja Monkey. Ninja Monkey, brauch dich. Oh. Muss ich nachlegen? Polaria. Da mussten wir nachlegen zweimal, aber ist ja kein Problem. So, ich brauche mal die Range hier. Weil wenn ich den außerhalb setze, ist wurscht. Warte mal, Moment. Range. So, bei dem Kürbis, da geht sie nur aus. Alles klippo, alles claro. Die Wave 11 ist hier. So, der kriegt das Minimum-Upgrade. Das ist rechts, links eins. Das da ist, dass die Angriffsreichweite und die Angriffsgeschwindigkeit raufgeht. Und das ist, dass die Shurikens, also die kleinen... Vier Zacks hier, drei Zacks, vier Zacks, wie auch immer, dass die von Blumen zu Blumen hier rumschwirren. Also ich erkläre das für die, die es nicht wissen, ja, die Profi-Blumenspieler oder die, die es regelmäßig spielen, die wissen das natürlich. Aber man muss auch an die denken, die nur mal kurz ein bisschen Tower Defense gucken und das Spiel vielleicht nicht mal selber spielen oder so. Damit will ich sagen, ich halte euch, meine lieben Stammzuseher, nicht für verblödet, dass ihr das Spiel nicht könnt. Dass ich euch sowas Einfaches erkläre, aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die sind zu und die sind halt nicht so gut oder spielen es nicht so regelmäßig und ja, dann nehme ich halt ein bisschen Rücksicht auf Deutsch gesagt, ne? Denen kann man schon mal ein bisschen was erklären, dass sie, ja, vielleicht auch Bock bekommen, das Game zu spielen, denn es ist wirklich ein geiles Game, definitiv. So. Machen wir den Stahlblumenfee hier, den Furzer, aber da habe ich eigentlich nur Zeit. Nehme ich sogar vorher nur die zwei hier. Ja, tut sie nämlich meine Spike Factory ein bisschen leichter. Wave 21. So, jetzt nehmen wir aber das, weil ich will da nichts riskieren wegen der Stahlblumen. Da sind die kleinen Lappen. Die Lappe. So,
aufs Maul und ruhig ist. Wenn wir den hier nur ein bisschen fördern. So. Zack. So geht das schon ein bisschen besser. Und nachdem wir das geklärt haben hier. Wisst ihr was? Das mit mehr Range, das brauche ich eigentlich auch. Das ist wichtig. Ja, dann platzen die irgendwie besser. Das ist sehr wichtig hier. Ich spare mir sogar das Geld für das und dann machen wir trotzdem die 3 U-Boote. Bin neugierig, ob das hinhauen wird, die Taktik jetzt. Ey, ich will euch keinen Fail nochmal zeigen. Ich habe keinen Bock, euch noch einen Fail zu zeigen. Das möchte ich nicht. Ich nehme mal eins und dann schauen wir weiter. So, besser ein gut ausgebautes und die anderen dann danach als wie hunderte, aber dafür scheiß ausgebaut. So, bitte ein Zwillingskanönchen noch. Ja, so geht es eigentlich nicht so schlecht hier. Jetzt kriegt er nur das da. Oh, ich brauche mal Specs, merke ich gerade. Scheiße! Das kann ein Problem sein. 1, 2, 3, 4, 5, damit wir ein bisschen. Tack, 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 tack. Oh. Müsste hier aber ausgehen, oder? Oh. Hoho. Passing du. Nee, haben wir sogar gekriegt. Boah, das war jetzt aber knapp, Leute. Das war jetzt haarscharfe Angelegenheit, ne? Thema. Ich steh's auf spannend. Alter, das war jetzt eine geile Aktion, ne? Das war geil, das war arschknapp, Mann, ne? So. Jetzt darf der da nur sich verteilen hier. Macht da ordentlich Damage. Dann gebe ich dem gleich die Rakete und dann passt es. So, wir sind bei Runde 34, Runde 35. Wir brauchen mehr Spikes. Jetzt vergesse ich schon wieder, ey. Was ist denn los mit mir? Dann muss ich für die Stahlblunz jetzt hier alles aufbieten, ansonsten haben wir eh ein Problem. Ja. Wird aber eh nicht mehr reichen, ja. Dickes Problem, Leute. Das wird nie und nimmer reichen. Da werden einige durchgehen. Frage ist nur, wie viele. Hopp. Oh, es sind einige durch. Nein, es ist nicht nur das, dass die durchgehen, Leute, sondern das ist so knapp, wenn ihr ohne, so wie ich, wenn ihr ohne Bananenfarm spielt, dann habt ihr extrem wenig Geld. Und die, die durchgehen, das ist nicht nur, dass ihr Leben verliert. Das ist ja kein Problem. Wir können noch gewinnen mit einem Leben. Aber das Problem ist, mir geht auch Geld flöten. Das ist das Problem. Ja, ich brauche die Kohle hier. Diese Stahlblunz, diese paar, das waren locker 200, 300, sage ich mal, die fehlen mir jetzt. Aber das ist ein echtes Problem. So, jetzt muss ich, bevor ich den Fehler wieder mache, das hier hochziehen. Seht schon warum. Kommt da wieder so ein Haufen. So. Ah, diesmal geht nichts durch. Ah, war aber schon knapper. Wave 38. Ich brauche den jetzt auf Max. Oh, die dicken Spikes, die würden mir aber auch sehr viel helfen. Oh Gott, Keramiks. Oh, Scheiße. Was habe ich nur getan, dass ich mir so einen Sack geht, Bloons? Ich will euch doch nur töten und vernichten. So, komm jetzt. Ich nehme die dicken jetzt. Da riskiere ich nichts mehr jetzt. Wave 40, so, die Dicken helfen bei den Keramiks ein bisschen. Ja, und Bosse kommen auch. Gut, 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 warum rege ich mich auf? Ich wusste es, ja. So, aber die halten wir auf, das ist das Problem. Wow, 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 wow. Das war nur eine knappe Sache. Jetzt würde ich gerne den upgraden, weil sonst haben wir wirklich keine Chance mehr. Ich will euch kein drittes Fail mehr hinlegen hier. Wir brauchen jetzt Wumms in der Hose. Das Upgrade haben wir, okay. Wir brauchen jetzt wirklich Wumms in der Hose. Wave 42... So, jetzt geht es. Jawohl, den habe ich gebraucht, Leute. So, jetzt nehmen wir nur die dicke Kanone hier. Äh,
ist nicht ein Allround-Talent, was ich hier mache, aber zumindest läuft es ja nicht so schlecht. Kann man ja nicht behaupten, ne? So, kriegst du deine Kanone. Mit dem hilft er eigentlich auch schon ein bisschen mit. Was könnten wir gegen die Bosse unternehmen? Die Kanone hier rechts, wir werden jetzt ein bisschen variieren müssen. Denn wir brauchen es. Wir brauchen es einfach jetzt ein bisschen knackiger. Wir brauchen was gegen Bosse vor allem. Das ist nicht so teuer hier. Ne? Zehnfachen Schaden an Bloons der Moab-Klasse, das hilft natürlich. Ja, ich habe ihn ja eingestellt, dass er auf den stärksten geht, also auf die Bosse. Das läuft. Da kommt... mir fehlen nur mehr so wenig. Schaut euch das an. Das ist aber ein Pech, ja. Ein Pech. Aber gut, der kriegt schon. Der kriegt schon. Das ist nicht das Problem. So. Geht's gezielt auf die Bosse jetzt. Aber da kommt er dafür noch was anderes auch runter. Das will ich auch. Scheiße. Oh, scheiße! Da du die da die dumm! Aber wir haben das eigentlich gut abgefangen. Nur nicht mal so schlecht. Ich bräuchte einen zweiten von denen. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns jetzt noch retten kann. So, den gehen wir hier hin. So, Wave 48, Leute. Wave 48. Soweit kommen wir halbwegs klar hier. Nicht mal so schlecht funktioniert. Wave 49. Das geht ja nicht mal so schlecht. Den werden wir jetzt auch upgraden hier. Sobald es geht. Und es geht. Ja, den brauche ich. Genau so muss es ab. Oh. Ich drücke. Oh nein. Ich hab's versaut, Leute. Fuck. Oh, ich krieg hier die Krise. Oh, was kann man denn da noch anders machen? Ja, wir sind halt an dem Punkt angekommen, wo ich ehrlich jetzt zugeben muss, ohne das Ding hier geht es einfach nicht. Es geht nicht ohne das Ding hier. Und es ist halt so, ne? Was soll man machen? Ist halt so, ne? Und was so ist, ist halt so. Dann brauche ich nicht schönreden. Dann nehmen wir halt... die Bananenfactory. Ja, ich gebe es zu, es geht nicht ohne, ihr habt es gesehen. Das ist jetzt einfach zu schwierig schon, die Maps. Wir kriegen auf den Latz, wenn es jemand anders besser oder wie auch immer. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.